Man muss eine Lüge nur oft genug wiederholen, dann glauben es alle. Genau das scheint im Moment das Motto zu sein hierzulande, wenn man an diese Geschichte in Potsdam denkt. Denn mittlerweile ist es ja auch schon, müsste es auch in den Mainstream-Medien angekommen sein, dass diese von Korrektiv erfundene Geschichte selbst bei Korrektiv schon dreimal korrigiert werden musste, wenn nicht schon öfter, weil die Worte und die Begriffe, die hier im Zusammenhang stehen, überhaupt nicht stimmen, ja, frei erfunden worden. Und wenn ihr wirklich wissen wollt, was bei diesem Potsdam-Treffen besprochen wurde, hier ist der Link darunter, da packt eine Anwesende aus. Dieses Video solltet ihr euch wirklich angucken. Es ist die Silke Schröder, die dort zu Worte kommt und in aller Ruhe über dieses angebliche Geheimtreffen, das gar kein Geheimtreffen war, berichtet. Denn das Hotel war offen und die Fenster waren offen. Es war überhaupt nichts geheim an dem ganzen Ding. Und vor allen Dingen die Worte und Begrifflichkeiten, die nun tausende Leute auf oder zigtausend Leute auf die Straße ziehen, die fielen dort einfach nicht. Das muss man mal klipp und klar sagen. Das ist jetzt schon seit Wochen bekannt. Aber als ich heute das Radio einschaltete, in diesem Fall RTL, traute ich meinen Ohren nicht. Auch heute wieder wurde den ganzen Tag über in den Nachrichten verkündet, tausende Menschen auf der Straße wegen eines Potsdam-Treffens, in dem von millionenfacher Vertreibung von Migranten gesprochen wurde, was einfach eine Fake News ist. Das ist die größte Fake News seit der Erfindung der Hitler-Tagebücher. Aber den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf, hat man den Eindruck. Jeder hat ja die Möglichkeit, sich frei zu informieren, insbesondere bei den... Sie wollen Ihren Gewinn verdoppeln? Die Gewinnblitzfallstudie zeigt, wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Bei den alternativen Medien, nicht nur dort. Die NZZ hat sich diesem Thema nun auch gewidmet und hat einen ausführlichen Bericht geschrieben über dieses Treffen, was dort abging und so weiter. Und sie titelt, es gab keinen Masterplan Remigration. Ja, es gab keinen Masterplan Remigration. Ein Besuch im Landhaus Adlon und bei dessen Eigentümer, der die Welt nicht mehr versteht. Und wie gesagt, die Anwesenden verstehen die Welt auch nicht mehr. Der Link zum Interview mit Silke Schröder ist gleich hier drunter. Zumal das Treffen ja am 25. Oktober, November bereits stattgefunden hat und ausgerechnet während der Bauernproteste dann für Furore sorgte und die Bauernproteste aus den Medien ja vertrieb sozusagen, sodass das nur noch das Hauptthema war. Ich meine, da muss man jetzt kein Stratege sein, um zu wissen, was da dahinter steckt. Also nochmal, es gab das nicht und es war alles frei erfunden. Ich verweise nochmal auf den Artikel und das Video hier gleich unter diesem Tube, wo eine Anwesende darüber spricht, was dort wirklich los war. Aber in der Zwischenzeit muss man sich die Frage stellen, was geht hier eigentlich ab in diesem Land? Womit beschäftigen wir uns? Es geht doch nur noch darum, irgendwelche Andersdenkende zu denunzieren und zu diffamieren. Und das wird dann ganz groß in der Presse ausgeblökt. Und ob es nun wahr ist oder nicht. Berne, wo hast du bei den Tagesthemen, bei der Tagesschau, im ZDF, im Spiegel oder sonst wo mal eine Gegendarstellung gelesen? Der Professor Voskerau, der mit dabei war, hat also die Gerichte sozusagen beauftragt, diese Gegendarstellung bei Korrektiv, die ja dann auch durchgeführt worden, zu machen. Aber das liest man in den Medien überhaupt nicht. Und insofern haben wir hier einen Tiefpunkt in der Berichterstattung, in der deutschen Berichterstattung, im deutschen Journalismus erreicht, wo man sich immer fragt, ja, kann es denn noch tiefer gehen? Das Ganze hat wirklich DDR-Charakter, insbesondere auch die Schnüffelei bei einzelnen anderen Leuten. Das möchte ich euch jetzt auch hier nochmal zeigen. Da geht es um den Herrn Maaßen. Und da sagt der Historiker Hubertus Knabe, dass das also selbst in der DDR so nicht funktioniert hätte, beziehungsweise es so unvorstellbar war. Er sagt also wörtlich bei NEO, das habe ich nicht mal in den Stasi-Akten von Prominenten der DDR-Dissidenten
gesehen. Ja, also ich meine, man muss sich wirklich fragen, was da abgeht. Denn wir hatten ja den Fall Maaßen hier auch schon mal im Video erwähnt. Also man muss sich ja mal vorstellen, dass der Verfassungsschutz eigentlich dazu da ist, Verfassungsfeinde ausfindig zu machen, die einen Umsturz planen oder sonst irgendwas und nicht einfach nur politische Gegner zu desavouieren. Also das ist doch wirklich unvorstellbar und jeder muss sich die Frage stellen, steht er vielleicht auch auf der Liste, wenn er ein bisschen kritisch der Politik entgegensieht oder diese kritisiert? Aber diese Potsdam-Nummer ist nun wirklich, also da verschlägt es einem einfach den Atem. Nochmal der Hinweis, guckt euch die ganze Nummer an. Der Link ist gleich hier unter dem Tube. Ja, was ist denn eigentlich jetzt mit dem Verfassungsschutz? Und ich meine, wer die Akte Maaßen gesehen hat, der muss ja deutlich sagen, dass Herr Maaßen keineswegs irgendein Verfassungsfeind war. Herr Maaßen hat ja keinen Umsturz geplant oder sonst irgendwas. Und darum geht es ja auch gar nicht, sondern man möchte einfach Kritiker der hiesigen Politik denunzieren, diffamieren und diskreditieren. Das ist alles. In diesem Fall natürlich die Werteunion auch in einem schlechten Licht erscheinen lassen. Da muss man sich wirklich fragen, was der Verfassungsschutz da macht, ob er nicht der verlängerte Arm der Ampelkoalition ist, um politische Gegner irgendwie auszuschalten. Wussten Sie, dass die EU ein zentrales Vermögensregister plant? Und damit einen massiven Angriff auf unsere Vermögenswerte startet. Die Ausschreibung dazu wurde bereits am 16.07.2021 veröffentlicht. Das Projekt ist also bereits gestartet. Und das Brisante dabei ist, dass praktisch alle Vermögenswerte erfasst werden sollen. Also nicht nur Spareinlagen, Investmentfonds, direkte Aktienbeteiligungen und Immobilien, sondern auch Gold und Exoten wie Kunst und Kryptowährungen. Warum macht die EU das? Klar, die offizielle Begründung lautet, und das ist der Klassiker, Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Tatsächlich geht es wie so oft um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass die Regierungen in der EU an einer Quelle direktes, gebündeltes und punktgenaues Wissen bekommen, wer von welchem Vermögen wie viel wo besitzt. Warum sollten die Regierungen das wissen wollen? Böse Zungen könnten behaupten, dass sie auf dieses Vermögen zugreifen können. Der Ausschreibungstext sagt explizit, dass dieses Vermögensregister in eine künftige politische Initiative einfließen soll. Und damit wird sehr viel Gestaltungsspielraum gelassen für die Politik, um sich Zugriff auf ihre Vermögenswerte zu verschaffen. Warum sollte das denn wichtig sein, werden Sie sich vielleicht fragen. Nun, es gibt eine Partei in Deutschland, deren Farben sehr an eine Wiese oder einen Wald erinnern. Und die sehen in ihrem Wahlprogramm die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer auf die Substanz vor. Also nicht nur auf Einnahmen, die sie jährlich generieren, sondern auf alle Vermögenswerte, welche sie besitzen. Und genau dieser Kreis dieser Vermögenswerte soll durch dieses Vermögensregister erweitert werden. Und sollte das durchgehen, und ich befürchte, früher oder später, wird zu etwas oder etwas Ähnliches durchgehen, können sich ausrechnen, welche Gefahr das für Ihr Vermögen bedeuten kann. Und das ist noch lange, lange nicht alles. Mein Name ist Alexander Streeb und ich bin seit über 30 Jahren Unternehmer. Ich war professionell in der Finanzwirtschaft und da in der Vermögensverwaltung tätig. Und in dieser Zeit habe ich viele Gefahren kennengelernt, die unser Vermögen bedrohen. Und dieses Vermögensregister ist eine der aktuellen Gefahren. Wenn Sie jetzt wissen wollen, welche Gefahren es noch gibt und vor allem, was man dagegen tun kann, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Es gibt eine Lösung und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Wir sehen uns in Kürze. Bis bald, Ihr Alexander Streeb.